Der Einstellungstest in der Bayerischen Finanzverwaltung ist das wichtigste Kriterium bei der Einstellung, wenn du eine Karriere an einer Finanzbehörde anstrebst. Er besteht aus 4 Hauptbestandteilen, wozu die deutsche Sprache, Mathematik, logisches Denken und Allgemeinbildung zählen. Und im heutigen Video zeige ich dir, wie du dich ideal auf den Einstellungstest vorbereitest. Ganz viel Spaß damit! Ja, jeder Bewerber in Bayern muss zunächst am LPA-Test teilnehmen. Der LPA-Test, das heißt ausgeschrieben Landespersonalausschuss-Test. Und jeder Bewerber in der Finanzverwaltung muss daran eben teilnehmen. Jährlich sind das über 8000 Menschen, die sich diesem Verfahren unterziehen. Das Ganze ist ein schriftlicher Einstellungstest, der eben die besagten Themen prüft. Und jedes Jahr scheitern tausende Menschen daran. Denn nur wer ein gutes Ergebnis darin erzielt, der wird später auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Die meisten Menschen scheitern daran, weil sie sich nicht zielgerichtet auf diesen Test vorbereiten. Und da wären wir auch schon bei meinem Tipp Nummer 1 zur Vorbereitung. Du musst anhand solcher Aufgaben üben, die auch wirklich später im Test von Relevanz sind. Der LPA-Test unterscheidet sich nämlich maßgeblich von herkömmlichen Einstellungstests, wie man sie aus Unternehmen kennt. In der öffentlichen Verwaltung hast du einen viel größeren Schwerpunkt auf der deutschen Sprache. So wird etwa das Textverständnis oder deine Grammatik ausführlicher geprüft. Und der Bereich Allgemeinbildung, der bezieht sich häufig auf Bayern und auf Deutschland. Und damit gibt es in diesem Test eben zum Teil ganz andere Fragestellungen und Aufgaben, wie man sie aus anderen Tests kennt. Viele Menschen bereiten sich eben nur sehr allgemein auf diesen Test vor und sind dann im Test selbst überrascht, wenn sie völlig andere Fragestellungen vor sich haben, auf die sie sich gar nicht vorbereitet haben. Wie du dich ideal darauf vorbereiten kannst und diesen Fehler vermeidest, dazu kommen wir noch einmal zum Ende des Videos. Mein zweiter Tipp für deine Vorbereitung ist tägliches Zeitunglesen. Was hat es damit jetzt auf sich? Nun ja, im LPA-Test gibt es jedes Jahr ein großes Thema, das sich wie ein roter Faden durch alle einzelnen Testgebiete zieht. Das ist immer ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema, das eben in diesem Einstellungsjahr von großer Relevanz ist. Und wenn du jetzt anfängst, täglich Zeitungen zu lesen, und ich spreche hier von größeren deutschen Tageszeitungen, dann hast du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von genau diesem Thema schon einmal gehört und weißt darüber schon mehr als andere Leute. Dementsprechend kennst du dich in diesem Thema schon besser aus und wenn zum Beispiel dann der Text im sprachlichen Prüfungsteil von genau diesem Thema handelt, dann bist du in dem Thema ja schon drin und kannst dich dort viel schneller einlesen. Außerdem ist das Lesen von langen, sachlichen Zeitungsartikeln sehr hilfreich zur Vorbereitung auf den sprachlichen Prüfungsteil. Denn dort hast du auch einen längeren, komplexen Sachtext vor dir, der oft mit Fremdwörtern und Fachbegriffen auf dich wartet, die du nicht sofort verstehst. Und zur Vorbereitung darauf und um dein Sprachgefühl zu schulen, ist es eben gut, wenn du regelmäßig anspruchsvollere Zeitungsartikel liest. Ja, und mein dritter Tipp, der betrifft die Strategie der Vorbereitung. Du solltest dich nämlich auf jeden Fall täglich darauf vorbereiten und täglich etwas Zeit investieren, anstatt 2 Wochen vor dem Test mit dem Üben anzufangen, um dann zu merken, dass du in bestimmten Testbereichen riesige Defizite hast, die du jetzt nicht mehr ausgleichen kannst. Das Ganze sollte also so ablaufen, dass du dir einen Lernplan zugrunde legst und täglich 1/2 Stunde bis 1 Stunde in die Vorbereitung investierst, also täglich ein paar Aufgaben übst. Fange ideal schon Monate vor dem Test damit an und damit kannst du auch feststellen, in welchen Themenbereichen du noch großen Nachholbedarf hast. Bei mir war es damals der Bereich Mathematik und logisches Denken. Sprachlich war ich schon besser drauf, das merkte man auch an meinen Schulnoten. Und so kann es auch bei dir sein, dass du im Test gewisse Schwerpunkte legen solltest, was die Vorbereitung angeht. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du im Bereich Allgemeinbildung sehr schlecht abschneidest oder im Bereich Mathematik sehr schlecht abschneidest, dann solltest du auf genau diese Bereiche mehr Fokus legen. Du merkst also schon, dass die Vorbereitung auf diesen LPA-Test gar nicht so einfach ist und dass du sehr viel recherchieren musst, Bücher kaufen musst, um dich wirklich effektiv darauf vorzubereiten. Das war tatsächlich bis vor ein paar Jahren so. Mittlerweile kann ich dir jedoch die Online-Testtrainer der Plakus Akademie empfehlen. Die habe ich nämlich gemeinsam mit Plakus entwickelt und in diesen Komplettpaketen zeigen wir dir nur solche Fragen und Aufgaben, die von tatsächlicher Relevanz für den LPA-Test Bayern sind.
Außerdem findest du im Komplettpaket XL und XXL einen Videokurs von mir, in dem ich dir zahlreiche Tipps und Tricks zum Einstellungsverfahren gebe. Darin zeige ich dir, wie du am besten vorgehen kannst, wenn du zum Beispiel kein gutes Testergebnis erzielt hast und dich aber trotzdem sehr für einen Beruf in der Verwaltung interessierst. Außerdem gehen wir darin noch genauer auf das Vorstellungsgespräch ein und ich zeige dir unter anderem, wie man ein ansprechendes Anschreiben formuliert. Die Komplettpakete haben wir außerdem in Lektionen gegliedert, sodass du dich täglich darauf vorbereiten kannst. Im Komplettpaket integriert ist somit auch ein Lernplan, der es dir ermöglicht, dass du jeden Tag etwas für deine Vorbereitung tust und dich somit langfristig und effektiv auf den LPA-Test Bayern vorbereitest. Einen Link zum Komplettpaket findest du unten in der Videobeschreibung. Diese Online-Testtrainer werden dir dabei helfen, ein sehr gutes Ergebnis im LPA-Test Bayern zu erzielen, um damit deinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Zum Schluss wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß mit den weiteren Videos auf diesem Kanal. Schau dir auf jeden Fall die Links in der Videobeschreibung an und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, dein Lukas.